Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pauli Bridge. So, wir machen die Kampagne weiter und wir sind jetzt hier. Da unten dürfen wir nicht vergessen, die drei. Machen wir auch noch irgendwann fertig. Aber jetzt kommt erstmal die Runde. So. Also, Startpreis Simulation. Bus A fährt los und der Schiffele fährt los. Nochmal. Dann probieren wir erstmal den dahin zu bauen. So. Nee, Holz. Wir wollen ja mit dem Holz. Jo, wir sind gleich da. Woll. Dann setzen wir jetzt hier über die Dreiecke rein. Geht gar nicht. Was habe ich da geguckt? Warum ist denn der da so weit oben und geht hier immer weiter runter? Ich bin verblüfft. Ja, so. Lass runter. Ach, mein Ohr. Mal so. Dann geht's auf jeden Fall. Jo. Jo. So. So. Hey, warum geht das nicht? Ich glaube, ich bin ja ein bisschen beschuldigt. Ich habe keine Ahnung. Holy shit. So. Ach. Meine Holzbalken sind länger wie die Straßenteile. Gut, dadurch klappt das einfach nicht mehr. Leuchtet mir ein. Zap, 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 zap. Dann nehmen wir hier nochmal. Weg. Ah, und machen hier Irrit. Stahl. Stahl. Ah, ein Krampf im Finger. Krampf im Finger. Aua, aua, aua. Ah. Ah. Tipp, 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 tipp. So, der geht dahin, der dahin. Den knallen wir darauf, der kommt dahin. Der da. Okay. Ja. Oh, ich wollte doch keinen Stahl haben. Holz. So, machen wir erstmal hier über dieses Dreieck rein. Dann verbinden wir einmal kurz die Straße mit der zweiten Linie. Die S-Bahn zweite Linie fährt rein. Ding, ding, ding. So, dann hier. Jetzt die ganzen Verbindungen. Ach, geht doch
so schnell, oder nicht? Spare ich mir mal einen Klick. Ha. So. Bus 1 fährt rüber. Bus 1 angekommen. Okay. Hydraulik war drin. Hydraulik. Ziehen wir den hier runter. What? So weit weg. Stahl. So. Ah, jetzt drehe meine Augen, weil ich genossen habe. Genosse. Straße. Nein. 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 Hier. Hm? Nein. Nein. Dann machen wir den noch wieder rein. Und der müsste jetzt so runterfahren. Aber. Ach. Müsste der hier irgendwie hochgehen? Nein, das ist nicht so. Das sieht aber ein bisschen doof aus. Mach mal hoch. Oh. Naja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ich brauche einen Kipppunkt. Worüber er kippt? Jetzt haben wir da den Kipppunkt. Also, wie eine Wippe, aber es klappt nicht. Obwohl, wenn wir hier alles mal ein bisschen ordentlicher machen würden. Vielleicht klappt es ja dann besser. Vielleicht klappt es dann auch mit den Nachbarn. So. Nee. Jo. Oh. Check sie. Oh, das Buschen ist runtergefallen. Ah. Und das zerreißt die ganze Brücke. Also wenn ich da runterziehe, dann zerreißt die ganze Brücke. Wenn ich da hochziehe, so schräg, zerreißt er die nach links, da nach rechts, also ja. Bisschen dumm gelaufen dann. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Wir müssen das auf jeden Fall gerade hochziehen. Aber immer wenn ich hier das Hydraulik reinsetze, das habe ich ja schon mal bei einem Teil gemacht, dann zieht er irgendwie das Ding ins Hoch. Deswegen weiß ich nicht, was klappt. Also ich denke nicht.
weil ich denke mal, zieht jetzt das Land dann normalerweise mit hoch. Oh ne, jetzt fällt alles auseinander, weil alles ein bisschen instabil ist. Überm Budget. Bam. Ich sag dazu nur Bam. Hat's voll zerrissen. Okay. Aber jetzt zieht schon mal das Teil mit hoch. Weg. Ach, warte mal. So, jetzt. Ich habe die Hydraulik in der falschen Richtung gemacht. Muss auf minus 50 bleiben. Ach, warte. Das ist eine Prozentchen. Wisst ihr, das meinte ich mit. Er bleibt nicht da, wo ich ihn gerne hin hätte. Das geht nicht. Hydraulik. So. Upsa. Normal, Hydraulik. Das war da rein. Das müsste gehen. Wegdrücken. Also hier unten wird er irgendwie komplett zerstört. Stall. Bin im Stall. Zieht den viel zu hoch, weit hoch. Obwohl. Obwohl. Ich glaube, ich muss den höher setzen. Ach, ja, 130. Gib Stoff, Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das weg. Mach mal was so. Immer geht's weit. Den weg und den weg. Den weg. Das auch noch weg.
Was ist wieder mal? Stahlträgereien. Okay. War ja klar. Hilfe. So, Ladies and Gentlemen, hier ist meine nächste Brücke. Die natürlich gleich einstürzt. Was auch für mich selbstverständlich ist. So. Oh, ne, da ist die Trolle drin. Nix da. Nix. Na, probieren wir mal so. Der muss viel schneller runtergehen. Das ist zu langsam. Außer, wenn ich den hier wegnehme. Dann haben wir zwei einzelne Brücken. Muss ein bisschen höher. Bisschen höher muss der. Kriechen den noch höher. Ich habe doch das meiste zusammengezogen auf 50% schon. 50, da auch 50. Warte mal, wenn ich den hier hochziehe, dann müsste ich doch den auch noch höher ziehen können. Und dann setzen wir den so rein. Ich glaube nicht, dass das hilft. Nee. Dann machen wir hier aber mal eine Straße rein. Und
setzen hier einen Holzträger, da einen Holzträger. Na gut, und dann haben wir da einen Stahlträger. Ach, nee, Mist. Klappt voll weg. Holz. Ein roter Punkt. Stahl. So, jetzt. Ich glaube, vorher habe ich den einen gelben Punkt dran gemacht. Deswegen hat es nicht geklappt. Aber. Jetzt. So. Passt das. Ja. Nee, der muss weiter runter. Mist. Der muss ein bisschen weiter runter. So. Ja, das sieht besser aus. Das machen wir noch ein bisschen so sexy, ne? Sexy. Obwohl das hier in der Mitte jetzt eine schlechte Idee ist, würde ich mal so sagen. Egal, machen wir den dann auch so ein bisschen breiter. Oh, ja. Das ist mit der Mitte eine schlechte Idee. Was soll ich da in den Stahlträger reinsetzen, aber so viel Geld habe ich nicht mehr. Ich bin ja chronisch pleite. Aber wenn ich den hier wegnehme und den hier wegnehme und den hier wegnehme, setze dafür einen Stahlträger ein. Den wegnehme und da einen Stahlträger ein. Okay. Machen wir die hier wieder richtig sexy, klappt nicht, also machen wir dick. So. Oh yeah. Den will ich nochmal ein Stück runtersetzen. So. Ja, jetzt passt er perfekt. Das war zu perfekt gewesen, deswegen. Aber das ist nicht geklappt. Aber jetzt. Nein, och Menno. Nochmal genau schauen, welcher das ist. Glaube ich, der hier, ne? Jawohl, der war das. Der hier fällt weg. Nein, und schon über den Schnee.
bisschen weiter runter. Immer noch da raus. So, jetzt aber. Fällt immer noch da raus. Kommt das Schiffchen dagegen? Das Schiff kommt dagegen. Ah, nee, deswegen. Also können wir das wieder in Holz machen. Holz. Holz. So. Wir müssen den ein bisschen höher ziehen. Da jetzt eine Hydraulik reinsetzen. Nein, warte mal. Machen wir da eine Hydraulik rein? Und da eine Hydraulik rein? Dann wird das hier nochmal weg. Und ja. Man den auf 50 raus, 50 raus, so. Bis hoch. Ne, passt. Ein bisschen weiter runter. Es passt, es passt, es passt. Ay caramba, ich hab's geschafft nochmal. Super. So. Schauen wir uns die nächste Runde an, was wir da machen müssen. Okay. Wir müssen einfach eine Straße rüber machen und eine kurze Straße, das ist ganz schön. Dann einfach befestigen, dass sie nicht runterfallen. Ich denke mal, das werden wir ganz locker schaffen. Ganz easy weg. Gut, also, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.